So, Leute. Weiter geht's mit Alice Madness Returns und erstmal wollte ich sagen, Entschuldigung, dass der Sound die letzten zwei Male so asynchron war. Diesmal werde ich dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wo waren wir eigentlich? Da gibt's auf jeden Fall Sterne mit Zähnen drin, weil das so viel Sinn macht. Und einen Pilz. Mitten in der Eiswüste. Wundervoll. So, hier gibt's doch... Ja, wusste ich's doch. Hier muss es doch irgendwas geben. So. Was ist das? Eine Flasche. Allerdings keine, die wir... Oh, hallo. Hallo, du da. Näschen. Was verbirgst du denn? Einen Gang, den wir erst noch aufschlagen müssen. Bam! Mit noch ein paar Zähnen. Komm, so. Wunderbar. Immer her damit. Was willst du denn? So. Kriegt hier wahllos so ein Schleimvieh rum. Du-di-du. Okay, Schluss damit. Weiter geht's! Die Frage ist nur, wo hin? Und ich kann die Kamera hier nicht bewegen. Wie sind wir hier überhaupt hingekommen? Mann, Rutschparty. Rutschparty, rechts lang. Oh. Okay. Oh mein Gott, bin ich froh, dass hier das Spiel nicht mehr am Laggen ist, weil das wäre ja sonst brutal. Oh. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. So. Wie lang ist das eigentlich? Oh. Scharfe Kurve. Gut. Sternchen. Schwarze Pampe, durch die ich genau durchrutsche. Wundervoll. Und schon sind wir da. Ja. Ich schätze mal, da wären keine Secrets oder so auf den anderen Wegen gewesen, weil das wäre einfach unfair. Ja, ich würde jetzt gerne sehen, wo... Hallo, du. Dich baller ich mal mit Pfeffer ab. Und dich auch. Einfach, weil das leichter ist. So, schon sind die Viecher aus dem Weg und ich kann mich komplett um den da kümmern. Abgesehen von den Kleinen. Oh mein Gott! Ja, mach... genau! Da, ab den Kaninchen. Au, ah, okay, oh. Das war unschön. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen für einen Moment. Würdest du jetzt mal bitte dich verpissen, wollte ich sagen. Und dann kriege ich schon wieder so ein Teil ins Gesicht. Falsche Taste. Na komm. Gib's mir. Oh ja, genau das. Wunderschön. Oh, bist du sauer? Bist du sauer? Hier, hast ein Häschen. Au! Wieso hat das auf einmal die Richtung gewechselt? Da. Häschen. Yep, nix da. Jetzt gibt's aufs Gesicht. So. Schön. Lief doch gar nicht so schlecht zum Schluss. Glaube ich mal. Bin mir sicher, das ging besser. Hängt da ein Kronleuchter? Okay. Von mir aus. Und da ist ein... Schneckenhaus. Oh, und da ist was fürs Pferdchen. Hier für mich. Na gut, dann halt nicht.
Mann. Na also, geht doch. Ich finde das toll, das Teil. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es toll. Und wir gehen da mal rein. Weil das anscheinend geht. Einmal kurz Mikro richten. Was ist das? Luz, ich kenne doch deine ausgeprägte Rätselleidenschaft. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Mal sehen, beide sind grausam, beide sind wahllos und zerstörerisch. Das alles, nur meint der Tornado ist nicht so, beide sind gewalttätig. Der dritte. Perfekt. Yay, das war richtig. Schön. Der Taifun meint es nur nicht so, das ist gut. Farbe, mal die Rose an. Ah. Ja, Entschuldigung, da habe ich wieder am Mikrofon rumgespielt. Ich würde mal sagen, dass... Was zur Hölle? Erinnert mich sehr an Herzteile. Noch irgendjemanden? So, was haben wir hier noch? Ach, das Flaschenschiff. Stimmt, da war ja was. Das ist irgendwie weit weg. Kann das sein? Zähnchen. Gut. Also, Denne. Ich möchte mal hier rüber. Weil da ist eine komplett nicht offensichtliche Nase. Das wusste ich echt nicht. Das war gerade komplett super. Die Plattform sah so verdächtig aus. So, und wir hinterlassen natürlich Pfeffer überall, da gerade eben hätte ich fast nicht gemerkt, wo die Klippe ist. Pilz. Zähnchen und ein Schlüsselloch, meine Güte, das ist ja richtige Goldgrube. Was erwartet uns denn hier hinter? Eine Flasche? Nee, eine Erinnerung, noch besser. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi. Ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Meine Fresse, die Säuferin. Aber das hat irgendwie schon eine Verbindung zu dem, wo wir hier gerade sind. Nein. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen zu hektisch hierbei. Okay. Aha. Oh. Wow, das war irgendwie so ein klein wenig knapp. Ding. Da lang. Keine Ahnung, was das sein. Oh, hallo du. Friss erstmal Pfeffer. Ich sagte, friss Pfeffer. Mann. Wer nicht hören will, ey. So, wir könnten da lang. Ja, das ist schön, dass hier so eine Blume steht. So, prima. Und ein Zähnchen. Gehen wir erstmal hier lang, weil das optional aussieht. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es optional aussah. Ich meine, der normale Weg war auch schon mal versteckt. Vielleicht finde ich ja dann irgendwann eine Was zur Hölle war das? Habt ihr das gesehen? Okay. Was ich sagen wollte, man findet sicher irgendwie eine Möglichkeit, da wieder hinzukommen, und da ist ein Pilz schon wieder. Ach, das bewegt sich. Interessant. Und wir machen uns auf den Weg zu Zähnen. Weil Zähne sind anscheinend toll. Na komm. Schnell hier durch. Oh, ups. Und eine Flasche gibt's oben drauf.
wunderschön. Ah, da. Nase! Oh, da. Ich trau mich irgendwie nicht an das Ding näher ran. Darum bin ich lieber direkt drüber gesprungen. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, lass mich raten, da unten müsst... Nein, eben nicht. Ja? Wo sind wir? Ich weiß es nicht so wirklich. Also ich weiß schon in etwa, wo wir sind, aber nicht im Vergleich zu dem Ort, wo wir hergekommen sind. Das meine ich ja. Gibt's hier irgendwas? Natürlich gibt es hier nichts. Warum sollte hier auch irgendwas sein? Also jetzt mal ernsthaft, wer denkt denn, da wäre irgendwas, nur weil es irgendwie nach einer kleinen geheimen Ecke aussieht? Muss man ja besteuert sein. Na egal. So, jetzt... Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Okay, dann gab es hier anscheinend auch nichts Besonderes, außer dieser... Hi. Ich gehe dann mal. Außer dieser, ach so, geheimen Stelle, wo es Zähne gibt. Und anscheinend auch nichts weiter. Und da hat Fraps eine neue Aufnahme gestartet. Och, ist das herrlich. Ja, apropos, Fraps ist ja auch der Grund, warum das letzte Mal so schön geruckelt hat. Nein, nicht mich beißen. Dann gibt's Pfeffer auf die Nase, wenn du nicht beißt. Pfeffer. Hammer. Bam. Wunderbar. Die Combo gefällt mir. Da war das Ding schon wieder. Ich glaube, wir sollten auf keinen Fall das Wasser berühren. Nur so eine Theorie. Aber ich glaube, das war gerade mehr als offensichtlich. Was sind das für Dinger, die da rumschwimmen? Das würde ich gerne mal genauer sehen. Da lang. Ja, danke Spiel. Naja, wenigstens ist der Boden nicht rutschig. Oh, shit! Hier ist es. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die so schnell einsinken. So, Oh! Ah, okay. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Also komm rauf. Jetzt weiß ich, wie sie aussehen. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich angesehen. Niemals. Die sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Wow. Ja, wow. Das war ganz schön laut. Muss man dazu sagen. Aber ja, nebenbei, Untertitel und Sprache haben da nicht zusammengepasst. Was? Oh mein Gott, auf einmal ist es R-Type. Yay! Sogar mit Punktanzeige. Wie gut ist das denn? Fresst ihr Viecher. Oh, ich stehe auf. Diese Arcade-Shooter. Wobei ich die, die vertikal scrollenden besser finde. Ich weiß jetzt gar nicht.
Ich komme immer durcheinander. Wann sagt man vertikal, wann horizontal? Ich weiß, was jeweils das ist, aber wenn es dann zum Scrollen kommt, dann habe ich wieder keine Ahnung. Verdammt, ich wurde schon zweimal getroffen. Dreimal stelle ich mich dumm an. Okay, andererseits, die Trefferabfrage ist etwas sehr genau. Oh yeah. Minen. Und, ein Lag. Und Kanonenkrabben. Verdammt. Ich stelle mich echt schlecht an. Das ist ja echt schockierend. Ich sollte jetzt echt langsam ein bisschen besser aufpassen und nicht so auf Punkte gehen. Geh weg, Krabbe. Und du da hinten auch. Hey. Okay, okay. Jetzt wird's leicht knifflig. Und da hatten wir schon wieder einen Lag. Ich glaube, Fraps gefällt das hier nicht. Mir aber! Also sei still, Fraps. Verdammt, jetzt bin ich voll in die Mine reingefahren. Naja. Sind wir so langsam mal durch? Ich glaube schon. Jupp, oh. Okay. Wir sind durch. Und wie wir durch sind, verdammt. Meeresgrund. Interessant. Und wir können sicher hier einfach atmen, oder? Würde mich nicht überraschen. Oh. Mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig, wenn ich eine hätte. Klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn, Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Oh, das sah ja einladend aus. Totentanz. Neues Kostüm und Bommel. 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 Leck.